So, dann machen wir mal weiter. Und warum rennt der Markus schon wieder brennend ins Meer? Weil jemand es lustig fand, direkt hinter mir ein Feuer aufzustellen. Ich hab gerade gesagt, ich mache immer ein Feuer, wenn du nicht zuhörst. Ja, aber direkt hinter mir. Warte, ich leg mal hier ein paar Arme und Beine drauf hier. Hessin. Ich habe auch noch zwei Ausgang, dass wir hier jemand haben. So, bitteschön. Ich muss auch dringend was essen, ja. Weil ich habe zum Beispiel nicht mehr an. Ja, kannst ja dann auch einen Arm oder ein Bein hier nehmen. Ich leg auch noch was drauf. Ich brauche noch Zeugs. Ohne Ende hier. Ich esse jetzt auch so direkt. Willkommen bei Bigfoot USA. Heute Kannibalenfleisch. Nom, 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 nom. So. Ich mag die rauchige Note. Genau, was machen wir denn heute? Wir gehen heute mal wieder ein bisschen suchen. Uns fehlt noch ein dritter Plan. Also diese Bauplan. Ja, no? Der ist ein bisschen weiter runter. Also wenn ich mir die letzten Folgen von dir angucke, fehlt uns eigentlich immer ein Plan. Also Das macht's ja aus manchmal. Wo wir da uns mit der Gebärenden da, mit der Virginia ja, hör auf, haben. Ey. Ich hab die Folge auch genannt, sie holt uns alle. Ja. Sie wirft nicht nur, sie holt auch noch. Oh. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen haben wir jetzt mittlerweile fertig? 63, 64, irgendwie sowas, ne? 65 oder so. Wie gesagt, wir wollen ja mit Folge 100 wollen wir ja quasi die erste Staffel abschließen. Und dann wollen da müssen wir dann aber auch gucken, dass wir dann zur Folge 100 auch das Timing technisch schaffen mit dem Endgegner oder so, dass wir dann vielleicht die Story noch beenden. Ich würde Folge 99 tatsächlich dann zumindest vor den Bereich gehen und dann mit Folge 100 da durch. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und wenn es um Folge 101 wird, ist dann so. Aber so grob um die 100 Folgen mal. Wollte ich ja auch nur sagen, dass wir da vielleicht schauen, dass wir dann nicht dann das Timing aus den Augen verlieren. Ja, ich wegen mit den Folgen, ich weiß immer. Ich muss gucken, wie viele Folgen wir heute schaffen. So. Wir sollten aber mal loslegen, hey, weil die ganze Folge nur auf der Insel stehen hier, ist glaube ich auch langweilig. Ich habe gerade den Vogel aus der Luft geholt. Hab ich gesehen. Wo ist denn das Floß? Ah, da vorne. Auf der anderen Seite war das, glaube ich. Wir sind einmal über die Kiel. Ja, wollte gerade sagen, wir sind, glaube ich, ein Stückchen gelaufen. Hier vorne ist es. Aber diesmal darf mal jemand anders rudern. Ich habe das letzte Mal gerudert. Ach, du bist doch unser guter Rudermann. Wir müssen ja nicht raus. Es jetzt. Gibt übrigens ein tolles Lied von der Band hier aus der Gegend. Das heißt, das kommt vom Rudern. Markus, du kennst auch noch die Randfischen, oder? Ja. Warum darf ich hier nicht rein? Du musst also an der Seite, das können wir am besten. Hab schon gesehen, ja. So, dann auf. So, ich glaube, ja, du musst anfangen mit Rudern, weil wir wollen ja erstmal nach rechts. Ja, ich, ja. Nee, wir müssen dann ja, warte mal. Erstmal kurz hier am Stein vorbei. Wir müssen aber in die andere Richtung, ne? Ja, ja. Fange ich auch noch an zu frieren hier. Also, das so, halt. Ich wollte halt nicht hier in den Steinen-Dings hier reinrudern. Das wäre schlecht gewesen. Wir müssen das ja ein bisschen umschiffen. Sagst du mir, wo lang jetzt? Also rechts, links? Wir müssten jetzt erstmal rechts an der Küste entlang. Ein ganz, okay. Ganz langes Stück. Ich hatte das Problem, diese Katze. Kann man hier drauf eigentlich auch ein Feuer bauen? Ich bin nämlich ja, ich friere gerade. Ja, ich bin nämlich auch gleich tot, wenn das so weitergeht hier. Ah, warte, wir können doch hier. Habe ich noch Stoff dabei? Ja, habe ich. Können wir hier in der Mitte eins bauen vielleicht? Aber, das war das Falsche. Kann man nicht hier eins bauen? Ja. Da fehlen nur noch ein paar Stöcke vor dir. Hier ist ein Feuer. Ich habe eins. Aber das hilft uns hier am Ruder wahrscheinlich nicht. Oder? Ich hab's jetzt hier hingestellt einfach. Müssen wir mal testen. Hauptsache das Wasser geht drüber und das Feuer bleibt an. So. Also ich sehe hier aber auch gar kein Feuer gerade. Ja, da wo also wir stehen. Irgendwas steckt auf jeden Fall im Boden. Aber man kann ja, da ist nur ein Haufen Holz, aber da. Und es leuchtet, aber ich sehe halt keine Flamme. Ja, ich auch okay. Nicht.
Wundere mich jetzt gerade. Aber ich sehe es schon. Ich ja, so, ich steht gerade direkt drauf, aber brennt nicht. Hm. Aber wird es dann wenigstens warm? Ja, also mir ja, also ist warm. Scheint zu funktionieren, ja. Okay. So. Na dann. Was haben die? Wir müssen erstmal wieder unseren Ruderflow finden. Dann, ja, ich glaube, um geradeaus zu fahren, müssen wir einfach nur gleichzeitig rudern, ne? Und wenn wir nach rechts wollen, musst du aufhören zu rudern. Und wenn wir nach links, muss ich aufhören. Aber also die Stelle mit dem Plan, die weiß ich nur so ungefähr, ne? Ich hoffe, wir kriegen keine Probleme mit den Pistolenkugeln später. Wir mal sehen. Ein bisschen weiter nach links. So? Ein bisschen mehr so am Ufer bleiben. Aber an der Yacht müssen wir auf jeden Fall noch vorbei, und dann ist das noch ein ganzes Stückchen. Im Hellen wäre natürlich besser irgendwie. Hätte das ja. Nur ein bisschen mehr. Mhm. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Ich kann gerade irgendwie nicht mehr. Und bitte nicht singen im Let's Play. Wieso guckt er sich jetzt gerade ein Bild von Timmy an, das verbrannt ist? Oh, das macht er bei mir gerade auch. Keine Ahnung. Wer? Das macht er, wenn wir zu nah an den Rand. Du verdurstest, finde etwas zu trinken. Warte mal kurz. Hier ist überall Wasser. Ne, ich hatte noch ein Soda einstecken gegeben. Ich habe noch Alkohol ohne Ende. Na, ich glaube nicht, dass das beim Durst hilft. Doch. Tatsächlich. Wieso geht's jetzt nicht nach links? Stecken wir fest? Scheinbar. Ich rudere und rudere, aber es passiert nichts. Naja, stimmt. Wenn ich jetzt hier doch gerade mal zurück. Jetzt geht's weiter. Na, ich habe ein bisschen zurückgerudert. Das Problem, man sieht halt nichts, ne? Ja. Ruderst du? Nee. Dann leg mal los. Aber jetzt drehen wir wieder um. Also du musst schon ein bisschen, wir steuern da gerade auf. Ein Felsen oder so zu, oder parallel zum... Aber es gibt es gibt ja irgendwie noch einen weiteren Gegner, den wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Diesen komischen Wurmgegner oder was auch immer das war, ne? Ich habe irgendwie mal gehört, der kommt erst, wenn du den Endgegner gemacht hast. Ja, genau. Also ich habe auch gehört, dass manche sagen, die kriegst du nach 30 Tagen, nach 50 Tagen. Ja, die kommen definitiv erst, wenn du den einmal besiegt hast und dann weiterspielst. Ach, das ist quasi der Endgegner oder was? Nein, also du musst den Endgegner spielen oder besiegen und dann musst du dich halt entscheiden, rettest du Timmy oder halt nicht, damit du weiterspielen kannst. Jetzt sind wir wieder nach rechts gedreht und jetzt kann ich wieder rudern, wie ich will, und es passiert. Ja. Wenn man den Endgegner besiegt, schaltet man den. Wir sollten mal ein bisschen mehr ans Ufer ran. Meinst du, dass wir hier so an der Map-Limit sind? Wahrscheinlich, das kann gut sein, ja. Oh, es wird hell. Das ist das Wichtigste. Das sieht man wenigstens mal, wo wir hinrudern. Deine Yacht. Ja, da müssen wir dran vorbei. Wir müssen jetzt hier am Ufer entlang. Ich weiß nicht, wie es hier meint. Das bin ich schon begegnet in meinem Game. Was denn? Der komische Wurmfieder. Hm. Das schaltet man frei, wenn man einmal das Spiel durchgespielt hat. Ja. Ja, das dauert ja bei uns noch ein bisschen. Es kommt ja auch der Endgegner auf der Map dann rumlag. Also du läufst dann auch noch da rum, oder was? Ja. Hm. Na, da bin ich mal gespannt. Was hatten wir eigentlich angefangen zu bauen, dass wir 243 Stücke brauchen? Mein Baumstämme ist das eine, aber Stöcke? Ich habe einen Zaun gesetzt. An der Brücke. Genau, wo ganz der Zaun, ne? Ach so, okay.
Aber hattest du nicht mal gemeint, dann kann man da auch nicht mehr runterschießen und nichts mehr runterschmeißen? Ja, das ist der Zaun, damit man da nicht immer ins Wasser fällt. Nicht an diesem Laufsteg oben, sondern von der quasi die Brücke ins Haus. Ach so, okay, ja. Da beim Pavillon vorne. Ja, genau. Oberhalb die. Ach, die ins erste Stockwerk da oben. Ja, ja, jetzt genau. Weiß ich, ja. Also da vorne kommen gleich irgendwie so vereinzelt auf Inseln auf der rechten Seite. Hier müssen wir ein bisschen nach rechts. Und da irgendwo ist glaube ich, der Eingang. So, wieder ein bisschen weiter nach links. Ja, bin schon dabei. Du hast Durst. Ja, schön. Oh, ich glaube, wir haben gerade jemanden ins Wasser verloren, oder? Was? Ja? Eins, zwei. Bleib mal stehen, warte mal. Ja, wo kann sagen, jetzt passt doch was, irgendwie sind wir wieder dabei. Bin ich mir runtergefallen? Ich hab dich nur vorne auf dem Fluss stehen sehen, auf einmal plupp warst du weg. Hier haben wir nämlich am Anfang gebaut. Diese kleine Hütte da, ne? Das war mit den ersten Folgen. Ich glaube, dann auf der Stückchen da, auf der. Wo die rechte Insel ist. Ich glaube, da waren Sabrina und Markus noch nicht dabei, als wir hier die Hütte gebaut haben. Nee. Die erste Dings. Ihr seid irgendwann ja später im Laufe des Spiels eingestiegen. Bist du weiter nach links? Aua. Hilfe. Ja, spring eben ins Wasser. Yay. Es wäre keine Session, wenn nicht Kev einmal brennen würde. Ach, hallo, die Session hat damit angefangen, dass du gebrannt hast, also bitte. Ja, ich war halt Feuer und Flamme fürs heutige Spiel. Ja, ich auch. Ein bisschen weiter nach links. Links, 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 links. Okay. Ich dachte, das wäre die Insel hier. Nee, wieder. Die ist mitten im Wasser. Diese Höhle. Die müsste doch jetzt hier irgendwo sein, oder? Warte. Ja, eigentlich schon. Lass mal anhalten. Da treibt irgendwas, ist das richtig? So ein bisschen fort. Sind wir da? Ah, ja. Ich muss irgendwas essen. Ich springe da schon mal rein, ne? Ah, ich muss mich noch anziehen. Ich folge euch einfach mal. Da treibt irgendwas. Du sagst es nur, das ist doch genau das Richtige. Warte mal, das ist doch mal hier, Perfektes Timing. Das ist doch mal Orientierungssinn. Unglaublich. Warum schaust du jetzt hier den Arm am Kugeln? Bin ich hier jetzt überhaupt? Ich folge dir. Ich finde aber auch die Logik manchmal echt interessant, ja. Da wird das Kind von dem Vater hier entführt und der denkt sich, ach nee, ich gehe erstmal im Meer schwimmen und tauche in irgendwelchen Höhlen. Bau erstmal eine Hütte und so. Der Junge kann warten. Ja, vor allen Dingen sind wir jetzt schon, keine Ahnung, 35 Tage oder 40 Tage unterwegs. Ich mache jetzt hier Urlaub. Genau. Ja, der wollte mal Ruhe haben, ne? Ja, wahrscheinlich eben. Vor dem Kind. Schon so ein Drecksplache, ey. So ein Arschlochkind. Wahrscheinlich. Ach, nochmal tauchen. Okay, ich hatte es gerade schon abgelegt, weil ich dachte, wir sind schon da. Ich musste erstmal jetzt hier Luft nachlegen. Bin gerade noch durchgekommen. Luft, Luft, Luft. Bei der Balken unten. Krasse Höhle, ey. Ah, hier sind wir jetzt, ja. Perfekt. Dann haben wir da wieder was gefunden. Sehr schön. So. Bis kalt. Ein Schildkrötenkreuz. Aha. Wie einfallsreich. Wir hätten noch ein paar Pfeile, falls jemand. Wir brauchen noch einen Stock. Ja, ich mache hier gerade eine Fackel. Achso, ich wäre jetzt mit dem Feuer nochmal ins Feuer gegangen gerade. Aber wir könnten auch theoretisch mal, falls jemand noch was hat zum Essen drauf haben, wenn wir meine Energie geht gerade ziemlich runter. Ich habe nichts ich hab mehr. Ich habe nur noch einen Kopf dabei. Gar nichts mehr, kein Fleisch mehr, gar nichts mitgenommen. Nee, ich habe nichts mehr. Scheiße. Wir sind jetzt auch ein bisschen länger unterwegs, ne? Vielleicht sollten wir hier nach einfach mal zurück, nach dass Hause wir uns wieder ein bisschen auffüllen. So, ja. Ich habe auf jeden Fall wieder ein neues Outfit. Piloten. Das sieht ganz schön scheiße aus. Dieser Nadelstreifen. Warten wir diesen Mafia-Anzug. Hier, hinten, genau. Ja, an dem Koffer.
Ah, das also, ist genau mein Stil. Aber der ist nicht hübsch. Finde ich. Doch. Klar. Sehr gut. Passt doch. So, können wir wieder. Können wir wieder raus hier, ne? Ja. Oh, jetzt habe ich meinen Anzug nass gemacht. Theoretisch können wir jetzt da direkt rüber schwimmen, ohne das Floß, ne? Meinst du das Floß nicht vielleicht auch mitnehmen, falls wir nochmal raus müssen? Brauchen wir uns ja noch nur für einen Waffenteil, den ich rechne. Aber wolltest du jetzt die ganze Strecke wieder zurück paddeln oder wir lassen es einfach hier am Ufer stehen und holen es dann hier, wenn wir es wieder brauchen? Das kann man machen, ja. Ich würde zumindest ans Ufer setzen. Was war das jetzt gerade mit dem Waffenteil? Ein Waffenteil ist auf einer Insel. Okay. Ja. Drei sind im Schneegebiet. Ein Punkt in der Nähe verzieht das Haar. Da ist irgendwo am Rand. Baum. Ja, das andere. Markus dreht sich gerade ziemlich lustig. Du kennst mich doch, ich bin ziemlich durchgedreht. Mhm. Zwischendurch, ne? Hm? Wo ist denn lang? Nach oben. Ja, das ist die Frage. Ich habe das Loch eben gesehen, aber Ey, ist gut, dass du das Loch gesehen hast. Ja, ich komme gerade aber nicht hoch. Das ist das Problem an der Sache. Irgendwie ist hier nur Decke. Scheiße. Ertrinkt uns jetzt ja nicht unten, ne? Befürchte ich, dass das jetzt gleich passiert. Scheiße. Weil hier ist nämlich... Ja, ich komme nicht hoch. Weil hier ist die Decke schon. Ich habe mich verschwommen. Aber ich weiß nicht. Also, da geht's durch. Ah. Ich wollte gerade reinspringen. Warte mal. Hä? Nee. Schaffen wir es? Nee, ernsthaft irgendwie nicht. Willst der du nochmal reinspringen? Der will da nicht durch. Leck mich doch am Arsch. Nee. Ah, das weiß ich nicht. Ja, ich vermute, dass ich jetzt gleich hier verrecke, weil ich komme hier nicht raus. Rettet den mal, ich bin mal kurz AFK. Ich rette dich. Ja, ich komme nicht raus. Das ist das Problem an der Sache. Weil ich habe auch nur noch wenig Energie. Weil dann gebe ich. Weil eigentlich müsste der hier durch, aber ich weiß nicht wieso. Der nicht da durch will. Hier oben musst du dich richtig positionieren und nichts drücken. Ja, genau, das meine ich doch. Aber ich bin ja. Ich bin ja drunter, aber ich komme nicht durch. Jetzt. Bist du durch? Ja, alles gut. Ich muss dringend unbedingt was essen jetzt gleich. So. Bin wieder da. Das reicht aber nicht. Oder wenn knapp, wird's knapp. Verdammt knapp. Oh, Alter. Aber das hätte dich jetzt ein paar Sekunden länger dauern müssen. Wollen wir denn dann jetzt da vorne erstmal mit dem Floß an Land und dann zurück, oder? Ja. Hat jemand irgendwie noch was zu knabbern? Irgendwie so ein Riegel oder so? Wie gesagt, sonst wird's klar. Nee. Sonst... Ich muss auch was holen. Deswegen wollen wir erstmal nach Hause. Hast du ein paar Blumen? Ich hab ja nicht mehr hier. Also bei mir geht die Energie gerade, also ich habe noch ein bisschen was da, aber ein bisschen Reserve noch in der Energie, aber ich muss jetzt dringend unbedingt was essen. Also, in-game. Dann sollten wir vielleicht mal gucken, dass wir vielleicht ein paar Bären oder sowas auftreiben. Zumindest. Weil ich bin nämlich auch gerade am... Ich glaube, da oben sind ein paar Bärenbüsche. Wollen wir hier erstmal an Land gehen? Ja. Gut. Jetzt sind wir in der Nähe von meiner Basis, wo ich ein Privatspiel spiele. Also wenn wir hier hochgehen, da gibt's auf jeden Fall ein paar Bären. Wenn wir jetzt hier nach oben gehen.
Zeit hier lang gegangen, okay. Meine Ausdauer ist auch gerade echt für den Arsch. Ja, ich muss dringend auf jeden Fall was essen. Bei mir geht's ja, gerade. Hier oben müssen irgendwo welche, irgendwo Büsche sein, meine ich. Da Bärenbüsche. Das sind die falschen. Das auch. Steine kannst du nicht essen. Keine blauen. Die sind zwar Bärenbüsche, aber keine blauen. Ja, irgendwo sind hier welche zwischen. Hier sind welche. Ich habe auch welche gefunden. Das sind weiße? Hier, ich stehe genau vor. Ja, hier jetzt, ja. Ja. Ah, das ist irgendwie jetzt die Rettung. Super. Da sind auch noch welche. Heidelbeeren. Nice. Ah, hier sind auch noch welche. Das Gute ist, dass es auch gleich Trinken gibt. Also die Bären. Na, Kev, nicht die falschen essen. Nicht? Nee, du isst gerade irgendwie was anderes, aber hier sind keine blauen. Ist ja normal, aber. Moment.